Heute 7 Fakten über Monster-Reanimation. Das internationale Artwork von Monster-Reanimation, das wir alle kennen, wurde komplett neu gezeichnet und unterscheidet sich deutlich vom ursprünglichen OCG-Artwork. Grund dafür war, dass man bei den internationalen Artworks versuchte, komplett auf religiöse Assoziationen zu verzichten. Im originalen japanischen Artwork ist nämlich ein Ankh, eine altägyptische Hieroglyphe, abgebildet, die Leben bedeutet und das Konzept des ewigen Lebens im alten Ägypten repräsentierte. Das spiegelt sich auch im Effekt wieder, ein Monster als Spezialbeschwörung vom Friedhof zu beschwören. In ein paar Videospielen wie etwa Duel Monsters 4 Battle of Great Duelist ist weiterhin das originale Artwork zu sehen. Das internationale Design wurde angeblich von vielen Japanern bevorzugt. Deshalb wurde in Karten wie Monster Reinkarnation und Xyz Wiedergeburt das internationale Artwork referenziert. In Japan wurde Monster Reanimation mit dem internationalen Artwork erst als extrem seltene Promokarte unter den 3 Yu-Gi-Oh! World Championship 2017 Teilnehmerkarten gedruckt. Monster Reanimation ist eine von mehreren Karten, die eine spezifische Konterkarte haben. So wie etwa Schwarzes Loch und Weißes Loch. Monster-Reanimation ist dabei die einzige Karte mit 2 Gegenkarten, nämlich Ruf der Finsternis und Ruf des Grabes. Der durch Beschwörung ausgelöste Effekt von Grand Soil, der Elementarherrscher, basiert auf dem Effekt von Monster-Reanimation. Monster-Reanimation hat mehrere Gegenstücke, sowohl mit dem Anker aus der japanischen Version als auch mit der internationalen Variante. Wundersame Wiedergeburt, Wiedergeburt der Wiedergeburt, was eine Anspielung darauf sein soll, dass Wiedergeburt bzw. Monster-Reanimation im Februar 2018 von Verboten auf Limitiert gesetzt wurde, also 2 Monate vor Release dieser Karte. Dann haben wir noch Monster-Reinkarnation, Misch-Wiedergeburt, Erbschaftssymbol, Pendel-Wiedergeburt, Xyz-Wiedergeburt und Anime-exklusiv Wiedergeburtstafel. Im Yu-Gi-Oh! 7's Anime galt diese Karte als verboten, weil sie Erinnerungen versiegeln oder abrufen konnte, was Yuga Gohan nutzte, um die von ihm besiegten Gegner zu eliminieren. In Yu-Gi-Oh! Duel Links war Monster Reanimation die erste Karte, die bereits vor ihrer Veröffentlichung als limitiert, genauer gesagt als Limited 1, angekündigt wurde. Das Ankh aus dem OCG-Artwork ist noch in Grabwächters Inschrift, Millenniumsenthüllung, Zwillingstwister und auf der Tafel der verlorenen Erinnerungen auf der Seite vom Kaiba über dem Kampfochsen zu sehen. Die Karte selbst ist noch in Wiedergeboren zu sehen. Bis zum nächsten Mal und möge das Herz der Karten euch leiten.